Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen in Pfullendorf im Autohaus Walk zur Christmas-Ausgabe, zur Weihnachtsausgabe unserer Musikprobe, dem Christmas-Dadel unter dem Motto Wir brassen für Kinder. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt zu Hause, egal wo ihr uns jetzt zuguckt, an den Fernsehapparaten, an den Tablets, an den Handys, am Computer, am Laptop, ganz egal. Schön, dass ihr dabei seid. Und falls ihr auf die Idee kommen könntet, ihr habt im Bekannten- und Freundeskreis jemand, der nicht eingeschaltet ist, dann ruft ihn genau jetzt an und sagt, dass er einschalten muss. Schön, wie gesagt, dass ihr dabei seid. Eigentlich wären wir natürlich viel lieber live auf der Bühne mit viel, viel Publikum, aber es geht leider nicht. Das wisst ihr alle, warum das so ist. Und trotzdem haben wir uns gedacht, wir können einfach dieses Jahr 2020 nicht rumgehen lassen, ohne dass wir uns mit Blasmusik nochmal von euch verabschieden und dass ihr immer über den Jahreswechsel an uns, an die Musikprobe in Pfullendorf denkt. Und so kam es zu dieser verrückten Idee, eine Fernsehsendung, eine Internetsendung auf die Beine zu stellen und das Ganze noch für einen guten Zweck. Und der Mann, ohne den das gar nicht möglich gewesen wäre, der steht jetzt hier bei mir auf der Bühne. Er beißt immer bei solchen Sachen wie ein kleiner Terrier und lässt nicht locker, bis so eine Show dann doch auf der Bühne steht. Und Gott sei Dank macht er das. Herzlichen Dank und herzlich willkommen, Ewald Restle. Vielen Dank, Rainer. Ohne Applaus, aber ich glaube, wir hören ihn ein bisschen von draußen. Ja, ganz, ganz toll, dass das hier tatsächlich noch stattgefunden hat. Also wir haben alle richtig gezittert. Ihr seht uns und mir vielleicht auch ein bisschen an. Wir sind schon leicht durch. Aber wir lassen es heute krachen. Ein bisschen was zur Vorgeschichte. Das ganze Ding hing eigentlich damit zusammen, dass wir im März damals gesehen haben, was da passiert ist in Tannheim. Ein Vater ist da in die Klinik gegangen und dann musste die ganze Klinik räumen. Das war natürlich ein Mords-Heckmeck und das haben wir in der Zeitung gelesen. Wir haben uns in Verbindung gesetzt mit dem Roland Werle. Vorher haben wir mit abgeschnitten Rainer Vollmer und gesagt, wie sieht's aus, haben die Interesse, wenn wir eine schöne Charity-Geschichte machen. Das war übrigens dann im März da, wo wir nicht gewusst, wo wir, was alles auf uns zukommt. Jedenfalls hat Herr Werlen gesagt, super tolle Idee, das wäre geplant gewesen im Juni, ist natürlich in die Hose gegangen aufgrund Corona, dann wollten wir es umlegen auf den September, hat es auch nicht geklappt, alle wissen den Grund. Und dann haben wir gesagt, es kann so nicht sein, dass wir das ganze Ding jetzt einfach nicht machen und das Jahr ohne Blasmusik vergehen lassen. Wir haben es in diesem Jahr zweimal bewiesen, dass es geklappt hat. Und es scheint jetzt auch so zu sein, wir haben die ganzen Musikanten da, wir haben halt ein riesen tolles Programm, Livebands, tolle Gäste an den Interviews. Wir haben Musiker hier, Besetzungen hier, die in dieser Variante noch nie gespielt haben. Also ich glaube, das wird ein richtig toller Abend werden und habt viel Spaß zu Hause, macht ein paar Bierle auf und vor allem, ganz, ganz wichtig, das wird der Rainer aber auch noch ein paar Mal sagen, spendet bitte. Die ganze Sendung, die basiert auf einer Charity-Geschichte. Wir wollen hier den Kids in Tannheim was Gutes tun. Also wir hoffen, dass wir viele, viele Spender bekommen und dass ihr ein bisschen den Geldbeutel aufmacht über die Webseite, über Facebook. Es gibt über alle Varianten die Möglichkeiten. Wir haben eine tolle Telefon-Hotline, dass man anrufen kann. Spendet, spendet, spendet. Wir freuen uns und die Kids freuen sich. Vielen Dank, Ewald. Und ja, er hat es gerade gesagt, wir werden natürlich die Telefonnummern einblenden. Ihr kriegt es auch über die Homepage www.musikprobe.com, auf Facebook, auf Instagram, egal, alle Kanäle. Ihr findet die Nummer raus. Wie gesagt, eine tolle Sendung. Ich freue mich drauf. Hinter mir stehen sie, die La Paloma Boys, eigentlich Local Heroes hier. Die haben den Opener heute gemacht und mit denen geht es jetzt auch mal weiter im Programm. Sie eröffnen den musikalischen Reigen heute beim Christmas-Stadel in Pfullendorf. Ich wünsche euch viel, viel Spaß die nächsten Stunden und hier sind sie, die La Paloma Boys. Thank you.
Wir spielen heute ein bisschen Weihnachtsmusik für euch, auch eine Seltenheit. Und beim ersten Stück hat sich jemand mit auf die Bühne geschlichen, schon beim zweiten Stück, den wir schon länger kennen, wie es La Paloma Boys eigentlich gibt. Uns gibt es schon über 15 Jahre, aber der Thorsten kennen wir, glaube ich, schon 20 Jahre. Er hat schon in legendäre Formationen mit uns Musik gemacht. Und er spielt noch ein paar Nummern mit uns. Und noch ein Spezialgast hat sich an die Tuba gewagt. Viel Spaß mit der nächsten Nummer und unserem Botze Peter Leib und unserem Thorsten Stringer. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why, 'cause Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who was naughty or nice, 'cause Santa Claus is coming to town. He sees when you were sleeping. Unser Botze am Gesang. Mit dem Thorsten machen wir jetzt einen Klassiker von Wham, Last Christmas. Thank you.
die sensationellste Ansage und Bandvorstellung der Welt macht da immer ein Freund von uns, der Frank Jansen. Und den wollen wir auf diesem Weg ganz herzlich grüßen übers Fernsehen. Und für dich machen wir jetzt eine kleine Schlittenfahrt. Auf geht's zu Sleigh Ride. Es freut uns sehr, der Peter Leib ist ja sonst mit richtig guten Blaskapelle unterwegs, so wie Mama zum Beispiel, gell? Die machen halt ein wenig so traditionellen Hip-Hop im böhmischen Stil oder mit den Egerländern oder so ähnlich, weiß ich, kenne mich da jetzt so aus. Auf jeden Fall hat er sein weißes Kontrabass-S-Horn ausgepackt und performt nochmal eine Nummer mit uns, die unser Botzi singt, Jingle Bell Rock. Jingle bells swing and jingle bell ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells, rock. A jingle bells chime in the jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's a bright time to rock this night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the yard. Mixing a mingling, a jingle bell ring, dance the jingle bell, let the jingle bell ring. Wir hören und sehen euch gleich ja nochmal. Wir haben aber jetzt unsere ersten Talkgäste da. Doch zuvor soll ich euch noch allen ganz liebe Grüße sagen. Und zwar liebe Grüße von Fünferblech. Eigentlich wäre auch Fünferblech heute auf der Bühne gestanden. Aber es ist Corona und wir haben alles so gemacht, wie es die Vorschriften wollen. Wir halten den Abstand hier am Set. Wir tragen, wenn wir nicht gerade so wie ich gerade reden oder die Jungs Musik machen, tragen wir unsere Masken. Und wir haben natürlich hier in Pfullendorf ein kleines Testzentrum eingerichtet, haben alle Musiker, alle Helfer getestet. Und Fünferblech, es ist ja nichts Besonderes in heutiger Zeit. Fünferblech, ein Musikant, war leider positiv. Das heißt, die ganze Truppe hat sich wieder ins Auto gesetzt und ist nach Hause gefahren. Sie waren einzeln da. Es ist nichts passiert hier soweit. Und sie haben uns jetzt gerade nochmal angerufen und haben gesagt, bitte, bitte, wir hätten so gern gespielt. Sag allen am Set und vor allen Dingen sag allen Blasmusikfreundinnen und Freunde da draußen ganz, ganz liebe Grüße. Wir haben 4 Gäste, 2 Stück haben wir schon hier. Und ja, Thomas Kugler, Bürgermeister von Pfullendorf und nebendran Mitglied im Deutschen Bundestag, also unsere Vertretung in Berlin, Lothar Riebsamen. Schön, dass ihr beide heute Abend auch den Weg ins Autohaus gefunden habt. Wie schaut's aus? Ich frage mal den Lothar Riebsamen. In Berlin geht's natürlich ab. Und wie ist da die Situation und wie ist die Situation für uns hier unten im Süden? Ja, ist natürlich ein Ritt auf der Rasierklinge, das muss man so sagen. Aber bevor ich die Frage beantworte, darf ich noch was anderes sagen? Na, gerne. Ich möchte einfach meine Hochachtung zum Ausdruck bringen gegenüber dem Ewald Reschle und seinem Team.
Also, dass man das in diesen Zeiten wahr macht, trotzdem Weihnachtsmusik, weihnachtliche Musik zu hören, ohne dass man das live machen kann. Also das ist schon aller Ehren wert und erst recht, wenn man das auch noch tut für Kinder, für die Krebsnachsorge in Tannheim. Also allergrößter Respekt dafür. In Berlin, wie gesagt, Ritt auf der Rasierklinge. Auf der einen, das Allerwichtigste ist, dass wir dafür Sorge tragen, dass möglichst wenige Menschen in die Intensivstationen müssen, möglichst wenige Menschen beatmet werden müssen. Denn die Beatmungsplätze sind rar und wir sind jetzt schon in der Situation, dass einzelne Krankenhäuser in Hotspot-Gebieten, Berlin zum Beispiel, bereits voll sind und Verlegungen stattfinden müssen in andere Intensivstationen. Das geht alles noch. Aber wir müssen dringend eben den Punkt vermeiden, wo alle Intensivstationen voll sind und die Menschen dann sterben. Den Tatsachen muss man ins Auge sehen, dass dann Triagen, Fachwort, also eine Selektion, Priorisierung stattfinden muss. Wer darf hier oder wer wird noch beatmet und bei wem lohnt sich's nicht mehr? Das ist das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Und darum geht's. Das wollen wir nicht haben. Und von dem her ist es vielleicht eine ganz gute Sache, dass wir hier unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen so eine kleine Sendung machen und somit vielleicht auch einen Beitrag dazu beitragen, dass die Leute zu Hause bleiben heute Abend, keine Partys machen irgendwo, sondern alleinig am Fernseher oder am Laptop zu Hause sitzen und die schöne Musik. Ja, und Ewald Restle zeigt ja auch, dass es möglich ist, etwas zu tun. Ich würde mich freuen, wenn in anderen Regionen auch sowas entsteht, wenn bei anderen Musikrichtungen auch, muss nicht immer nur Blasmusik sein, mir gefällt natürlich Blasmusik, aber andere Musikrichtungen können Ähnliches anbieten. Und ich würde mich freuen, wenn in diesen Zeiten, eben dann, wenn keine Live-Veranstaltungen möglich sind, dieses Format sich richtig durchsetzt. In dem Fall kann der Bürgermeister stolz sein, dass Pfullendorf ein solches Format hat und dass Pfullendorf auch mit dem Ewald und seinem Team ein derart agiles, ein agiler Quell hat für so eine Aktion. Wie ist die Situation in Pfullendorf momentan? Sie entspannt sich so langsam, aber sicher wieder. Also bis vor die letzten zwei Wochen waren wir innerhalb vom Kreis schon der Hotspot, wenn man es mal so sagen möchte, natürlich auf kleinem Niveau, wenn man bundesweit die Geschichte sieht. Und ich kann mir da bloß anschließen, was der Lothar Riefsamen gesagt hat. Wir erkennen ja, wer krank ist, wer Kontaktperson ist. Und da geht es meiste halt einfach über die familiäre Beziehungen, über die Gruppendynamik, sage ich es einfach, in der Familie. Und deshalb ist es A und O, sich getrennt zueinander zu halten und. Und ich weiß, von was man spricht. Es ist schwierig in Corona. Ich war ja vor 5 Wochen jetzt ja auch infiziert. Und meine Frau hat es natürlich auch ein paar Tage später erwischt. Aber so geht es gar nicht, auch wenn du alles versuchst. Deshalb wirklich Abstand, Abstand, Abstand. Und deshalb verstehen wir auch die Politik. Ich denke, das sind alle Kommunale, die einfach vor Ort mit der Situation leben, der gleicher Meinung. Das muss man einfach so sehen, so leid es ihm tut, was alles so passiert. Aber letztendlich geht es einfach nicht anders. Und wir würden Riesenkatastrophe entgegenlaufen, wenn man das so schleifen lässt und laufen lässt, wie manche das denken. Und deshalb ist auch das Format heute, wir passen für Kinder, das ist mal der eine Ansatz, aber einfach ein positives Signal in außen zu richten, das hat in meinen Augen 1000-mal mehr Wert wie so Querdenker-Demonstrationen, die Leute mehr oder weniger noch verunsichert. Ich kann mich jetzt für Pfullendorf eigentlich gar nicht beklagen. Wir haben ganz, ganz wenige, die das ignorieren oder Ähnliches, Gott sei Dank. Und ich denke, auch bundesweit ist es auch so. In den Medien kommen halt die paar wenige Prozente, die einfach dagegen sind und denken, die leichte Grippe. Aber wenn man die Todeszahlen sieht, und ich kenne jetzt einfach einige privat, aber auch einfach als Bürgermeister, wie es denen geht. Ich habe das Glück, genau, dass sie relativ harmlose Symptome gehabt haben, aber es gibt andere, die hängen wirklich elend in den Seilen, möchte ich es mal so salopp sagen. Und drum passen wir natürlich auch hier drin extrem auf. Auch noch ein riesen Dankeschön natürlich an Sie und die komplette Verwaltung, die in Ewald natürlich auch unterstützt haben, diese Maßnahme für so eine Sendung einfach auch durchzuziehen. Und wenn man da keinen Partner hat seitens der Stadtverwaltung, dann wäre das auch nicht möglich. Deshalb Dankeschön auch an Sie und das Rathausteam, dass das so wunderbar geklappt hat. Den Dank möchte ich einfach zurückgeben, weil einfach, wenn jeder anständig mit dem Thema umgeht, verantwortungsvoll umgeht, dann kann man auch eine gewisse Bandbreite natürlich auch messen. Ausfüllen, das muss man einfach mal sehen. Und das macht der Ewald Restle natürlich super. Er hat es ja vorher auch in der Anmoderation ja gesagt,
Das ist so der dritte Anlauf, dass man irgendwann mal was macht. Und ich finde es einfach ein super Lebenszeichen und Überlebenszeichen in der heutigen Zeit mit dem Rastfestival in Miniatur oder als Online, halt genau. Per Video, per Fernsehen, die wir es heute machen. Aber ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Und deshalb nochmal danke auch von Seite der Stadt an Ewald Restle und die ganze Gruppe, die einfach dazu beigetragen hat, dass der Event heute Abend stattfinden dort können. Vielen, vielen Dank. Das haben die natürlich alle gehört, die hier sind. Und ihr zu Hause habt das natürlich auch gehört. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter zu meinen nächsten Gästen, zu unseren nächsten Gästen. Ich habe auf dem einen Barhocker hinter mir sitzen den Rudolf Hämmerle. Er ist der Chef vom Blasmusikverband Ravensburg. Und zu meiner Linken sitzt der Roland Wehrle. Er ist Geschäftsführer der Kindernachsorgeklinik in Tannheim. Roland, zu dir komme ich gleich. Rudolf, wie sieht es bei dir aus? Gib mal so ein Feedback, was kriegst du von deinen Musikvereinen mittlerweile so zurück? Es war ja das große Hoffen, hey komm, im Sommer können wir wieder spielen. Nein, im Herbst können wir wieder spielen. Vielleicht findet ja die Weihnachtskonzerte statt und ja, jetzt haben wir kurz vor Weihnachten, es war einfach gar nichts. Also tatsächlich, wir leben immer in der Hoffnung. Von Woche zu Woche dürfen wir in kleine Gruppe spielen. Oder jetzt war eigentlich der große Hoffnungsschimmer, dass man über Weihnachten, wenigstens wenn die Weihnachtslockerung kommen sollte, man mit kleinen Besetzungen draußen Weihnachtslieder, wie man es ja ganz viel in die Dörfer macht, spielen kann und die Leute mit Weihnachtsweisen oder Weihnachtslieder erfreuen kann. Aber so wie es aussieht, wird es ja doch wahrscheinlich eher nicht stattfinden können. Ja, leider nicht. Trotzdem, also gibt es irgendwas bei dir im Verband, wo du sagst, es gibt den Verein oder die paar, die irgendwie auch eine ganz verrückte Idee gehabt haben und gesagt haben, komm, wir machen da eine Aktion, wir machen hier eine Aktion. Erzähl mal ein bisschen. Also tatsächlich, unglaublich gut war ein Musikverein, der ein Livestream-Konzert gemacht hat vor jetzt diesem neue Einschränkungen. Und das Livestream-Konzert hat dann zum Schluss doch gleich mal 4000 Zuhörer, Zuschauer gehört. Also das war wirklich sehr gut. Und solche kleinere Formate haben wir doch immer wieder, das so Lebenszeichen. Das gibt's schon, ja. Wir wollen nicht nur kreativ sein, wir wollen nicht nur Musik machen, sondern wir wollen auch heute ein Weihnachtsgeschenk schnüre, ein Weihnachtsgeschenk Richtung Tannheim. Roland Wehrle, Roland, wir kennen uns schon etwas länger, auch über die Fasnacht, denn du bist ja nicht nur der Chef von Tannheim, du bist ja auch der Chef der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, daher kennen wir uns. Das heißt, dich trifft es jetzt gerade an aller Fronten. Fasnacht dürfen wir in dem Fall nicht feiern oder nur auch sehr improvisiert und eingeschränkt. Und natürlich deine große erste Sorge, dein ganz großes Herz, das gehört in Tannheim. Und ich glaube, die meisten kennen die Klinik, aber für die, die Tannheim noch nicht so auf dem Film haben, Roland, erzähl mal ein bisschen bitte was von euch und von der Klinik. Ja, gerne. Zunächst aber ein ganz herzliches Dankeschön an Musikprop, natürlich an den Ewald Restle, an dich und alle, die vor und hinter den Kulissen, alle Künstlerinnen und Künstler, die dabei sind. Ein grandioses Dankeschön für dieses ganz, ganz tolle Benefizkonzert zugunsten Krebs, Herz- und Mukoviszidosekranker Kinder und Jugendlichen, die bei uns in Tannheim sind und die ihr Leben oder eine bessere Lebensqualität in einer schwierigen Zeit kämpfen und die mit ihrer Familie da sind. Aber wie kam es denn dazu? Es war, so verrückt es klingt, sind vier Gründe. Einmal die Schwarzwaldklinik, da komme ich gleich nochmal drauf. Zum Zweiten bin ich 1984 damit konfrontiert worden, dass wir krebskranke Kinder haben, die damals mehr überlebt haben. Zum Dritten hatte ich das Glück, dass ich Professor Niethammer, der Chef der Kinderklinik und damals der Gesellschaftsvorsitzende in Deutschland der pädiatrischen Onkologie kennengelernt habe, der gesagt hat, wir brauchen ein Konzept, wo wir diese Kinder, zunächst nur die krebskranken Kinder, behandeln, und zwar mit der gesamten Familie. Das war ein Novum. Lothar Riebsamen weiß es. Wir haben 35 Jahre bis eigentlich Anfang dieses Jahres gekämpft, um dieses Konzept versicherungsrechtlich anerkennen zu lassen. 1986 bin ich Klaus-Jürgen Musso, alias Professor Brinkmann der Schwarzwaldklinik, über den Weg gerannt. Und genau vor 35 Jahren hat er die Schwarzwaldklinik begonnen. Und Klaus-Jürgen Wusser hat sofort gesagt, ich möchte diese Kinder unterstützen. Und dann haben wir gemeinsam mit Klaus-Jürgen Wusser am 9. Dezember 1990, also vor wenigen Tagen waren es genau 30 Jahre, und wir haben diese Stiftung gegründet und haben dann versucht, 7 Jahre lang zu kämpfen. Und dann ist etwas wahr geworden, was niemand geglaubt hätte. Tannheim wurde ausschließlich fast aus Spenden gebaut. Tannheim kann nur durch Spenden erhalten werden. Tannheim ist das größte Solidarprojekt hier in Baden-Württemberg. Und 1997 konnten wir dann Tannheim eröffnen.
Und seither haben wir etwa 16.500 Patienten hier bei uns gehabt. Und das Schöne ist eigentlich, dass unsere Patienten extrem dankbar sind und dass sie sagen, lass dieses Haus auf. Und deshalb, weil wir insgesamt alleine schon durch die Corona-Pandemie 1,6 Millionen Euro Verlust haben, und der wird noch wachsen, 700.000 bekommen wir über den Rettungsschirm, aber das andere müssen wir selber tragen. Deshalb bin ich so wahnsinnig dankbar, dass ich heute Abend da sein darf und dass ihr diese wahnsinnig tolle Veranstaltung macht. Nochmal jetzt schon an alle, auch die Spenden, an euch, die das machen, diese ganze große Crew, ein herzliches Dankeschön im Namen unserer Patienten. Gerne. Ich denke, es ist eine Herzenssache. Und wenn man dir zuhört, dann weiß man, dass jeder Cent an die richtige Stelle kommt. Und wenn man dich kennt, dann weiß man auch, dass jeder Cent auch wirklich da ankommt, wo er ankommen muss. Roland, danke schön schon mal. Ihr habt gehört, wo das Geld hingeht und dass das in ganz, ganz guten Händen ist. Und lieber Roland, wir fangen schon mal ein bisschen an, das Geschenkpaket anzurühren. Ich darf mal die Annika bitten, zu mir zu kommen. Wir haben schon die ersten Schecks, die zu dir rübergehen. Zum einen geht der erste Scheck von Ellen und Lothar Riebsamen, der erste Scheck, ins Paketchen rein. Kann man ruhig, ihr könnt auf der Bühne klatschen, wenn wir sonst keinen Applaus haben. Der zweite, Dirk Moritz und Carsten Koch, 1000 Euro sogar. Wunderbar, es geht weiter. Also stopp, ich muss es natürlich deutlich sagen, das war nur die Unterschrift. Es ist Euronix hier in Pfullendorf natürlich. Dann haben wir die Firma Rundl. Stefan Rundl, auch er ist mit 1000 Euro mit dabei. Sodele, und dann haben wir noch eine Geschichte. Wenn ihr auch mit 1 Euro, 5 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, egal, die Summe ist uns egal, jeder Euro ist gut. Und unter allen Anrufern in der Hotline haben wir noch was Spezielles vorbereitet, gerade vor der Sendung. Unter allen Anrufern verlosen wir nämlich hier ein exklusives Musikprob. Wir brassen für Kinder Sweatshirt mit den Unterschriften von allen Beteiligten heute. Und wie gesagt, selbst das müsste eigentlich schon ein Grund sein, den Telefonhörer zu nehmen und anzurufen. Ich danke euch jetzt schon mal. Ich danke euch, dass ihr da wart. Hier auf der Bühne drüben in unserer Alno-Lounge. Und es geht weiter auf der Bühne mit Musik. Nochmal viel Spaß mit den La Paloma Boys. Bitteschön. Paloma Boys, Dankeschön an euch auf die Bühne. Ruft an und spendet, oder wenn ihr schon spendet habt, dann ruft bei euren Freundinnen, Freunde, Familie, Opa, Oma, Kollege, Tante, Arbeitskollege, egal. Ruft an und sagt, sie sollen unsere Sendung einschalten und sie sollen einfach auch für die Kids nach Tannheim ein kleines Weihnachtsgeschenk schicken. Wir haben es gerade mit dem Roland Werle auf der Bühne gehört. Die können es wirklich brauchen in der aktuellen Situation sowieso. Und in dem Fall bleibt mir noch euch zu sagen, macht eure Arbeit gut, haut rein, flieht rein, und wir werden vielleicht nachher nochmal vorbeischauen und einen Zwischenstand mit euch abklopfen. Vielen Dank, ich lasse dich wieder arbeiten ans Telefon, gib Gummi, und wir schauen uns jetzt erst einmal einen kleinen Film an, und zwar, wir gehen Richtung Festpfänkler. Liebe Musikprobe, Festivalbesucher,
und Fans, Freunde, bekannte Gönner und Sponsoren. Zuerst einmal zu uns. Das. Gut. Das ist der Gudri. Wow, das ist der Fudri. Und zusammen sind wir Gudri und Fudri. Wer hätte das gedacht? TV. GmbH. Genau. Wow. Und wir sind ja Pressesprecher von den Verspänklern. Mach nur weiter. Ja, ich weiß nicht, ist gut. Was? Achso, bist du nervös? Ja. Mach nichts, ich mach weiter. Es geht. Wenn die Schalte klappt, tatsächlich mit Zoom zu uns hier nach Pfullendorf geholt. Die Festspänkler. Hallo Jungs, wie geht's euch? Hallo. Hallo, wunderschönen guten Abend. Und gut geht's uns. Super. Und das, euch? Ja, wunderbar. Wir haben es natürlich hier ein bisschen stressig gehabt, denn so eine Fernsehsendung, eine Blasmusik-Sendung von null auf hoch zu stampfen, ist natürlich nicht einfach, aber es macht eine Menge Spaß. Und es ist auch schön, wenn man jetzt per Zoom, das ist die erste Zoom-Schalte für heute, wenn man noch Gäste, Musikfreunde von außerhalb mit zuschalten kann. Jungs, wo seid ihr gerade? Wo haben wir denn euch gerade erwischt? Wir sitzen gerade im Übungszimmer, wo wir gerade ein bisschen am Stücke einstudieren sind für unser Weihnachtsständchen nächste Woche. Sehr gut. Also für die, also ich glaube, es gibt kaum jemand, der euch nicht kennt, aber für die, die euch nicht kennen, man hat es am Slang gehört, wir sind jetzt mit der Schweiz verbunden. Wie sieht es bei euch in der Schweiz drüben aus mit der Corona-Situation gerade momentan? Ja. So ein bisschen auf und runter. Ziemlich ähnlich, ja. Ziemlich ähnlich wie bei euch. Sackgeschneit letzte Woche. Ja. Ja, das ist ja immerhin schon mal was. Schnee haben wir hier auch, das ist eine wunderbare Geschichte. Und man kann ja wenigstens, das ist ja noch erlaubt, rausgehen und einen Spaziergang im Schnee machen und vielleicht einfach eine Trompete mitnehmen und ganz alleinig in den Wald reintröten. Ja, er hat die Trompete griffbereit. Ja, bereitet ihr euch trotzdem vor auf das, was kommt, obwohl wir alle nicht wissen, wann es wieder weitergeht. Wie sieht es bei euch aus? Vorbereitung, hast du gesagt, ihr seid ein bisschen am Stücke überlegen. Also wir schreiben im Moment auch neue Stücke. Weiter zu schauen ist immer wichtig. Wir sind bereits an einem neuen Album dran oder haben jetzt ein 23-Genre-Medley am Start. Videos drehen, aufnehmen, Noten schreiben und so weiter. Halt alles Mögliche tun, damit wir weiter Freude daran behalten, was wir sonst schon immer gemacht haben. Ja. Okay, wie war denn das Jahr, wenn wir zurückblicken? Habt ihr irgendwie Auftritte einige gehabt? Ich meine, wir haben uns ja einmal kurz gesehen in Pfullendorf. Gab es da noch mehr solche Auftritte oder war das eines der wenigen Highlights, wo man euch mal aufs Publikum loslassen durfte? Ja, also wir haben diesen Sommer, Juli, August, September, haben wir ein paar Auftritte gespielt. Das waren so ungefähr so an die 10, glaube ich. Aber hat alle so mit ziemlich krassen Einschränkungen. Aber es hat trotzdem gut getan, wieder ein bisschen raus und Leute zu sehen, die man schon lange nicht mehr getroffen hat. Also es hat ziemlich gut getan. Wir hoffen, dass es bald wieder so weitergeht. Das hofft nicht nur ihr, sondern das hoffen wir natürlich auch. Das hoffen die ganzen Fans draußen, die Leute, die normalerweise eigentlich gern vielleicht sogar im Dirndl und der Lederhose bei euch und bei den anderen Musikern vor der Bühne stehen und eigentlich feiern wollen miteinander und das jetzt leider nicht können. Jungs, ich danke euch wahnsinnig, dass ihr euch bereit erklärt habt, wenigstens per Zoom, per Videoschalte bei uns in der Sendung mitzuwirken. Und ich hoffe so sehr, dass wir nächstes Jahr uns dann tatsächlich nicht mehr hier mit dem iPad in der Hand, sondern tatsächlich live auf der Bühne wiedersehen und euch beim Musikmacher zuhören und zusehen könnt, weil eure Show ist nämlich genauso lustig wie eure Konzerte selber. Ich habe eine Menge Freude gehabt, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und wie gesagt, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Sagt es bitte allen anderen von der Band auch. Frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Vor allen Dingen bleibt gesund, passt auf euch auf. Und dann werden wir uns 2021 hoffentlich auf irgendeiner Bühne wiedersehen. Ja, das hoffen wir sehr. Das wünschen wir euch auch. Und ganz, ganz nette Grüße nach Deutschland. Ciao. Wir sagen Tschüss in die Schweiz und Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ja, das waren sie, unsere Freunde von der Festspänkler live aus der Schweiz. Und bevor wir die nächsten Gäste hier begrüßen in Pfullendorf, machen wir noch mal ein kleines Einspielfilmchen, damit wir wissen, um wen es geht. Let me talk. Let me talk.
Wir fiebern den Herbst entgegen, wir hoffen, dass alles stabil bleibt, wir hoffen, dass wir wieder auf die Bühne dürfen, denn wir haben das brandneue Album Heavy Tones Tribute to Earth, Wind & Fire frisch released und wir hoffen, ihr hört da schon rein oder ihr habt es euch schon ein bisschen gestreamt oder gedownloadet, checkt es mal aus und ansonsten seht ihr dieses Programm im September live beim Brass Festival im Pfullendorf. Euer Thorsten von den Heavy Tones. Ciao, ciao. Der Thorsten von den Heavy Tones, gerade im Video haben wir es gesehen und schon sitzt er live hinter mir. Thorsten Skringer, vorher schon am Saxophon mit am Start. Schön, dass du da bist. Neben ihm sitzt der Peter Leib, auch ein ganz besonderer Mucker, kommen wir gleich dazu, und ein ganz besonderer Musikprobe. Wir haben ihn gerade eben im Callcenter schon gesehen, in der Spendenhotline, ein ganz besonderer Musikprobe-Fan, Ralf Edelmann. So. Ich habe es gerade mit den Jungs von der Festspengler gehabt, die sitzen in der Schweiz und tüfteln an irgendwelchen Liedern, überlegen, wie es weitergeht, aber so richtig los durft man auch nicht. Thorsten, ich fange mal mit dir an. Wie war dein Jahr 2020? Was hast du gemacht? Mit welchen Bands, Formationen konntest du was machen und wo war leider nichts möglich? Ja, also wie natürlich für die meisten Bands, dieses reguläre Live-Geschäft, die regulären Live-Konzerte mit Publikum, die sind weitestgehend alle entfallen. Also wir hatten auch ein bisschen Pech mit den Heavy Tones, weil dann doch nochmal Hoffnung aufkeimte, vielleicht im Herbst das Musikprobe-Festival zu spielen und dann wurde es doch leider auch wieder abgesagt. Also das hat sich eigentlich durch das ganze Jahr hindurchgezogen. Jetzt, ich für mich persönlich bin noch ein kleines bisschen mit dem Glück gesegnet, weil ich ja so Saxophon-Workshops organisiere mit bis zu 20 Teilnehmern. Und da haben wir auch geackert, um ein Konzept zu erstellen, dass das wenigstens in diesem Maße möglich war. Also meine Sax-Camps haben mich ein bisschen über Wasser gehalten, sagen wir so, aber außer zwei Fernsehsendungen ohne Publikum und zwei, drei Streaming-Produktionen ohne Publikum war tatsächlich live bei mir so gut wie gar nichts los das Jahr. Genau, ich meine, du bist Berufsmusiker und ja, wie siehst du die Situation momentan? Also ich spiele nur ab und zu Musik, ich muss oder darf noch nicht von der Musik leben, aber ich krieg's bei meiner Kollegin mit, ich krieg's bei meiner Techniker mit, bei meiner Crew mit. Das ist schon echt eine ganz, ganz schwere Zeit. Wie siehst du es aus deiner Perspektive? Wie siehst du die Situation und was denkst, was man tun sollte? Na, ich glaube, man ist ein bisschen hin und her gerissen zwischen Motivation und Frustration. Also das ging auch bei mir relativ oft hin und her, gerade noch so in diesen sehr finsteren Monaten da rund um April, wo man wirklich keine Ahnung hatte, wie lange geht es, wann wird es wieder gehen. So war es auch bei mir. Also ich hatte diesen Antrieb, wenigstens so meine Camps durchhalten zu können. Aber es gab dann auch mal so wirklich Tage, wo man nichts auf die Kette kriegt, auf gut Deutsch gesagt, weil man einfach dann sagt, boah, jetzt ist das auch wieder abgesagt. Und da hat man Hoffnung, dass das ist, jetzt ist das auch wieder weg. Und dann irgendwann nimmt man es einfach hin und sieht das große Ganze und dann denkt man sich, es könnte aber noch viel schlechter sein oder es gibt Länder, die sind viel härter noch davon betroffen oder es gibt Länder, die haben viel weniger sozialstaatliche Möglichkeiten, das Ganze irgendwie abzufedern und aufzufangen. Und natürlich trifft es uns alle echt hart und es geht jedem irgendwo gegen den Strich, aber auf der anderen Seite darf man halt wirklich nicht vergessen, wir jammern auf verdammt hohem Niveau. Das ist eigentlich schön, was du gesagt hast, Gott sei Dank, in Anführungszeichen, trifft es uns hier, wo wir hier leben und nicht in einem Land, wo du vielleicht als Einzelner noch viel, viel ein schlimmeres Schicksal treffen würdest. Peter, wie sieht es bei dir aus, musikalisch, privat, was tust du gerade? Ja, also bei mir genau wie beim Thorsten auch, alle Live-Konzerte von Moop Mama und von Ernst Tutte und die Egerländer Musikanten sind natürlich weggefallen für dieses Jahr und klar, auch genau die gleiche Situation zwischen, ich mache jetzt doch irgendwas und dann wieder Frustration. Wie geht es weiter? Keine Perspektive und so. Aber bei mir hat sich was total Schönes ergeben, was Kreatives. Eine Freundin von mir in Ulm, die ist Erlebnis-Gästeführerin und hat mich angerufen und gesagt, hey komm, lass uns ein Hörspiel machen. Und sie schreibt einen Text, ich mache die Musik, nehme Geräusche auf, bin quasi der Produzent und konnte mich gleich mega dafür begeistern und wir haben, ich heb's mal ganz kurz hoch. Ja, gerne. Jetzt ein Hörspiel auf den Markt gebracht, gibt's jetzt seit dem 1. Dezember. Das heißt Der Ulmträumer. Komm, heb's mal hin, dass die Kamera richtig schön sieht. Also. Schön. Na ja. Klar. Genau.
Ja, und das hat mir total viel Kraft gegeben, dass ich ein Projekt habe, an dem ich mir jeden Tag aufraffen kann, wieder was zu machen. Weil das Problem ist tatsächlich, wenn man keine Ziele hat, keine Konzerte, da will man immer 3 Stunden üben am Tag oder irgendwie so. Oder man muss ja auch andere Sachen machen, um weiter zu überleben, um Geld zu verdienen. Genau. Ja, genau. Worum geht es denn in dem Hörspiel? Sag mal, und wer war die Freundin? Also die Freundin ist die Gabi Fischer aus Ulm. Und in dem Hörspiel geht es um einen 8-jährigen Bub, der heißt Fips. Und der Fips, der hat einfach in der Corona-Zeit keinen Bock mehr. Die Mama ist die Lehrerin, jeden Abend dasselbe langweilige Brettspiel. Und er sieht so einen Flyer von einer Stadtführung, von einer Nachtwächterführung. Und auf jeden Fall verweigert er dann an einem Abend das Brettspiel, geht früher schlafen und fängt an zu träumen und wacht als Nachtwächter im 18. Jahrhundert wieder auf. Und ist dann da, so wie die Folge heißt, auf der Jagd nach dem Rosenkranzdieb, erlebt er da ein schönes Abenteuer. Ja, ist eine total schöne, spannende Geschichte mit Musik von mir komponiert für Trompete, Klarinette und Tuba. Genau. Und wo kriegt man das gute Stück? Das kriegt man bei uns auf der Homepage auf www.derulmträumer.de. Und was mir noch ganz wichtig zu sagen ist, das kam mir jetzt aber erst im Nachhinein, als es fertig ist. Es ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass man einfach generell, auch wenn es mal richtig scheiße läuft, Träume hat. Und das ist auch das. Ich habe jetzt ein paar Hörspiele mitgebracht, die möchte ich nachher nur für die Kinderkrebsnachsorge mitgeben, weil es ist wahnsinnig wichtig, dass man Träume hat. Dass man nicht aufgibt, dass man irgendeine Perspektive sieht. Und genau. Und das wünsche ich auch den ganzen Kindern, denen es so geht, die vom Krebs betroffen sind, dass sie noch ganz schöne, viele Träume haben und vor allem Zuversicht. Genau. Sehr, sehr schöne Worte. Und ich glaube, der Roland freut sich, wenn er die Hörspiele mitnehmen kann. Die freuen sich auch, die Kids. Und Träume, eine ganz andere Geschichte. Der Mann, der auf der anderen Seite von mir sitzt, der natürlich auch einer ist, der gerne auf die Festivals geht. Ich habe vorher schon mal gesagt, du bist eigentlich so ein richtiger Edelfan. Er ist einer, der gern in der ersten Reihe steht und auch mitsingt und mitfeiert. Bleibt uns auch momentan nur Träume. Wie siehst du es aus der Sicht der Zuschauer? Ich sehe es wie der Peter. Für uns als semiprofessionell oder als Amateurmusiker ist toll, was da eigentlich entstanden ist in der Pandemie. Also das Positive rauskristallisieren, der Ulmträumer. Dann vom Blechhaufen, die haben Musikheroes gemacht, ein super Spiel, Übe, Hilfe für kleine Kinder mit Play-Alongs. Ich selber probe seit 25 Jahren mal wieder. Ich habe immer den Slogan gehabt, Auftritt sind die beste Probe. Jetzt hast du keine Auftritt mehr, dann musst du ja irgendwie was machen. Play-Along von der kleinen Egeländer Besetzung, also quasi im Peter hin und drei Spiele, ein Traum. Und das macht dann auch Spaß und motiviert dann wieder. Ja? Also das ist das Positive, was da eigentlich entsteht. Hätte mir Auftritte, wären wir auf Festivals, hätten wir wieder keine Zeit, wird dann quasi auch das nicht stattfinden. Also das Positive rausheben und somit auch, wie bei den kleinen Kindern, die in der Kinderkrebsnachsorge mit drin sind, auch die Kinder an sich, die haben ja einfach so viel Mut und so viel Träume, wie es der Peter gesagt hat, die können uns so viel Kraft geben, jetzt auch in der Zeit. Ich bin selber Papa von 4 Mädchen, die jetzt wahrscheinlich zugucken. Das ist eine wahre Freiheit, ja, und man kennt es, wenn man selber Elternteil ist und die Kinder haben ein leichter Schnupfen. Das sind ganz andere Krankheiten, wo man da spricht in Tannheim, und deswegen gilt es auch da zu unterstützen und zu helfen, ja. Ich danke euch vielmals, dass ihr hier wart, dass ihr Musik macht, dass du an der Spende-Hotline mithilfst. Und dann würde ich sagen, Spende-Hotline, ganz gutes Stichwort. Wenn ich hier auf meinen Spickzettel gucke, dann laufe ich nämlich noch mal rüber. Da hat sich nämlich schon wieder der Roland Wehrle postiert und die Annika ist da. Das heißt, es klingelt wieder in der Tannheim-Kasse. Wir haben die nächsten Checks, die schon im Vorfeld unserer Sendung eingegangen sind. Check Nummer 1. Er hat es gerade eben gesagt, die das Hörspiel gemacht haben, der Peter Leib und die Gabi Fischer sind mit 500 Euro mit am Start. Die Firma Elektroservice Alexander Boos hier aus Pfullendorf mit 1000 Euro am Start. Und die Firma Obi, Pfullendorf, Überlingen und Singen. Mit 1.000 Euro ebenfalls am Start und der vierte in dieser Runde, jawohl, natürlich ein Applaus.
Und der vierte in der Runde, das ist Metallbau Vogler GmbH, ebenfalls aus Pullendorf und ebenfalls 1.000 Euro. Und natürlich darf man gar nicht vergessen, wir haben ja noch einen Stapel voll Hörspiele, die der Peter mitgebracht hat, die du ebenfalls für die Kids mitbringst. Und ich schaue jetzt einfach mal hinter mich auf die Bühne und guck mal, ob sie bereit sind. Sie ist noch am Schnaufen, denn wir haben sie auch gerade gesehen. Sie ist direkt aus der Spendenhotline, aus dem Callcenter ans Instrument gesprintet, aber jetzt stehen sie da. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Fexer. Ja, servus miteinander. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen hier in Pfullendorf. Wir sind die Fexer aus Berngau bei Neumarkt in der Oberpfalz. Und uns freut es ganz narrisch, dass wir in diesen verrückten Zeiten auch mal wieder zum Musikspielen fortfahren dürfen. Wir haben uns gerade schon die La Paloma Boys angehört und es hat schon richtig Stimmung gemacht, dass man auch mal wieder selber ein bisschen Live-Musik hört. Gut, ihr schaut es jetzt gerade am Bildschirm an, aber wir können es uns tatsächlich hier live anschauen und das tut einfach wieder gut, einfach von Musiker zu Musiker mal wieder ein bisschen plaudern und einfach wieder was zu hören und selber ein bisschen Musik machen. Daher gleich mal ein großes Dankeschön für die Einladung heute, dass wir heute gekommen haben, die einfach bis aus der Oberpfalz hierher. Anscheinend haben sie keine besseren Musikanten gefunden und haben sie halt uns angerufen, aber uns ist das wurscht, uns gefreut's. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Musik, was wir halt sonst auch machen. Wir haben gerade sehr viele Weihnachtshits schon gehört, wunderbar interpretiert, besser können wir das sowieso nicht. Weihnachtslieder ist nicht so unsere große Spezialität, aber wir haben trotzdem zwei haben wir sogar dabei. Den haben wir aber relativ kurz gehalten, weil gesagt, weil das ist nicht so unsere Spezialität. Aber wir machen jetzt trotzdem einen und wir hoffen, wir machen euch ein bisschen Freude damit und wir hoffen, euch geht's gut daheim und ihr habt schön eingeschirrt und habt ein Glas Wein oder eine Flasche Bier dabei und wir spielen jetzt für euch Feliz Navidad. Machen wir jetzt wieder einen bisschen einen schwungvolleren Titel. Und zwar,
Ich würde jetzt auch gar nicht so viel plaudern, normalerweise erzähle ich immer ein paar Romane dazwischen. Aber heute machen wir das nicht. Heute schauen wir, dass wir ein bisschen mehr spielen wie sonst. Und wir spielen für euch den Russischen. Dankeschön, und weil natürlich auch gerade Start die Zeit ist, morgen ist glaube ich der dritte Advent, ja. Versuchen wir auch ein bisschen ein paar stärkere Lieder zu machen, jetzt gleich mit dem nächsten, der Sommernachtswalzer. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien.
Italian, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Von unseren Favorite Hits, nicht für uns, sondern meistens für euch, und zwar Don't Stop Believin'. Vielen Dank an die Fexer. Wir haben die nächste Talkrunde vorbereitet. Zum einen haben wir jetzt zwei Gäste live hier wieder in unserer Alno Lounge drüber, nämlich den Erich Lange vom Musikhaus Lange und den Norbert Gelle. Und zwei Gäste, die haben wir via Zoom wieder zugeschaltet. Und wer das ist, schauen wir uns in einem kleinen Film an. Die Jungs in der Regie, die sind noch dran, die Zoom-Leitung herzustellen. Und der Sebi wird, sobald die Leitung steht, hier zu uns in die Runde kommen. Aber ich habe schon, Gott sei Dank, zwei Gäste da. Nämlich zum einen den Erich Lange und zum anderen den Norbert Gelle. Norbert,
An dich geht natürlich die gleiche Frage wie schon an so viele Musiker, für die, die ihn nicht kennen. Er ist dafür verantwortlich, dass in so vielen Konzerten, Festzelten, Musikvereinsveranstaltungen ein Lied momentan absolut der Überflieger ist, nämlich der böhmische Traum. Und das geht auf sein Konto, aus seiner Feder stammt der Norbert. Was hast du so getrieben in diesem Jahr 2020 und was konntest du leider nicht tun? Ja, das Jahr 2020 war für alle Musiker eigentlich unter aller Sau, muss man sagen. Also sowas möchte man nicht mehr erleben. Und ganz klar, wir haben eigentlich gar nichts. Ich bin ja bei der Schwarzachtaler Blasmusik, bin ich dabei. Und wir haben uns einmal getroffen, ohne Instrumente, wollten jetzt vor ein paar Wochen eine Probe machen und das Drama haben wir ja. Also gar nichts. Also nächstes Jahr, irgendwann geht es nächstes Jahr, wissen wir aber nicht, wann irgendwann los. Die ersten Absagen kamen auch schon ins Haus von den Auftritten für nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr und man muss sehen, wie es weitergeht. Also es ist ein furchtbares Jahr. Ich habe wieder angefangen zu üben. Wir haben ja schon mal eine Sendung gemacht, da habe ich gesagt, genau. 6 oder 7 Wochen habe ich das Instrument nicht am Mund gehabt und verfrust, dann habe ich wieder angefangen, aber lustlos. Ich spiele jeden Tag 10 Minuten, aber halt ohne Lust. Hauptsache es geht irgendwann mal wieder weiter. Ja, und zu schreiben habe ich jetzt auch wieder angefangen, vor 2 Monaten. Und es geht jetzt wieder besser, weil irgendwo ein kleines Licht am Ende vom Tunnel ist ja da. Und ich hoffe, dass es so lang nicht mehr geht. Das hoffen wir natürlich alle, aber das war genau ein Stichwort, was ich eigentlich sagen wollte, weil wenn du jetzt schon Zeit und Muße hast, dann musst du ja nicht unbedingt üben, sondern du kannst ja tatsächlich ans Schreiben gehen. Und ich sag mal, wenn du einmal so einen Wurf gelandet hast wie der böhmische Traum, dann kann man doch dir als Hausaufgabe mitgeben, schreib doch einfach jetzt in dieser ruhigen Zeit den nächsten Hit. Ich schreibe jetzt wieder, ob es was wird, steht in den Sternen, aber du musst ja auch im Kopf frei sein. Wenn du abends vorm Fernseher sitzt und siehst die ganzen Bilder, die schrecklichen Bilder überall, weil was in der Welt ist ja jetzt gerade sehr viel Schlechtes. Und wenn du das siehst, und dann brauchst du einen freien Kopf. Und wir haben sehr viel Wald ums Haus rum und da gehe ich oft spazieren und mache mich frei. Und wie gesagt, das Licht am Ende vom Tunnel ist ganz klein, ganz weit hinten, aber es kommt. Erich, du bist eigentlich der, der die Musikanten mit ihrem Werkzeug, mit den Instrumenten versorgt im Musikhaus. Wie sieht es bei dir aus? Hast du eher das Gefühl, dass die Leute trotzdem weiter ihre Musik machen, auch zu Hause? Du hast gerade gesagt, du fängst wieder mit dem Üben an. Wie kannst du es, sag ich mal, aus dem Musikgeschäft raus, von der Instrumentenbranche her aus beurteilen oder einschätzen? Also speziell die Blasmusiker, da fehlt ein bisschen die Motivation im Augenblick. Wie es der Norbert gesagt hat, er nimmt sein Instrument 10 Minuten vielleicht raus und spielt drauf. Und man muss sich wirklich motivieren mit neuen Stücken und nachher mit Play-Alongs, sprich, wo man sich ein Orchester ins Haus holt. Blasmusik, wie sieht es da aus mit Instrumenten? Ebenfalls Lieferengpässe oder ist das dann eher ein bisschen entspannter, wenn jemand auf Weihnachten sagt, ich gönne mir oder irgendjemand eine neue Trompete? Also das ist eindeutig entspannter, gell, weil die Firmen haben vorproduziert und haben in der Regel jetzt ein gutes Lager. Natürlich die Sachen, wo von Asien kommen, da sieht es schlechter aus, aber die europäischen Firmen, die sind eigentlich zurzeit lieferfähig. Hallo ins Hause Hutter, könnt ihr uns hören? Wir können euch nicht nur hören, sondern auch sehen. Ich möchte alle erstmal recht herzlich begrüßen. Grüß dich, Erich. Servus, Norbert. Und mich ein bisschen entschuldige, dass ich nicht persönlich vor Ort bin, aber ich habe es aufgrund der Sicherheit, die ich auch für mich selber einfach so einschätzen musste, vorgezogen, zu Hause zu bleiben. Es ist ja im Moment alles ziemlich schwierig und ich bin durch dieses verrückte Jahr bisher recht gesund durchgekommen. Und wie der Norbert ja vorhin schon gesagt hat, man sieht allmählich ein bisschen Licht am Ende des Tunnels und deswegen auf die letzte Strecke noch gesund bleibe. Das ist für uns alle wichtig. Naja, alles das, was geplant war, wurde eigentlich zu 98% nicht möglich. Das kennen wir ja alle. Und dann ist alles abgesagt worden. Sommerakademie, Egeland Open Air, Altus Ried und natürlich dann die ganzen Herbstkonzerte bis auf eines. Und das war natürlich eine unglaubliche Geschichte.
die Schweizer, das wissen ja wir hier in der Gegend alle, die sind ja ein bisschen, die gehen ein bisschen anders mit den Dingen um. Ich möchte es gar nicht werten, aber wir hatten dadurch Glück, dass wir ein Konzert in Luzern am 18. Oktober spielen konnten und haben einen kurzen Soundcheck gemacht und dann tatsächlich ein Konzert gespielt vor ungefähr 1200 Leute. Es war unglaublich emotionell. Es war so ein Gefühl, wie wenn es das erste Konzert, wie gesagt, nach 6 Monaten oder wenn man dieses Autokino-Konzert nicht dazu zählt, eben seit Anfang März. Ich als Instrumentalist und natürlich auch meine Jungs, wir haben eigentlich fleißig geübt. Du bist ja anders wie der Norbert, was er gesagt hat. Es war schon auch immer wieder schwierig, sich zu motivieren. Der Erich hat uns ja mal erlebt im Sommer, da haben wir ein schönes Konzert gemacht mit dem Jazz-Quintett, mit Hutter Family and Friends. So ein Konzert haben wir auch morgen, so ein Livestream-Konzert. Und mit der SWR Big Band habe ich immer wieder dazwischen noch Konzerte gespielt und Studioaufnahme gespielt. Also ich musste schon auch fit bleiben. Und es war auch ganz gut, so, dass man immer wieder ein Ziel hatte. Ich wünsche euch allen natürlich auch eine frohe, frohe Weihnachtszeit euch dreien. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt vor alle Dinge gesund und was ihr alle gesagt habt, lasst uns die Hoffnung nicht verlassen, dass wir möglichst bald jeder, egal wo, alle miteinander oder jeder auf seiner Bühne wieder live spielen könnt für uns selber und für die Leute da draußen und dass wir diese Pandemiekrise einfach mega, mega gut wuppen. Thorsten Skringer und Tommy Reiser, Saxophon und Gitarre. Viel Spaß! Thank you.
Vielen Dank, Thorsten Springer und Tommy Reiser. Die Annika ist parat. Es kommt die nächste vom Ulrich Körner. Sind es 500 Euro, die nach Tannheim on top gehen zu dem, was wir schon haben. Und es geht von der B&S Vertriebs GmbH weitere 1.000 Euro Richtung Tannheim. Wir schauen weiter. Wir haben noch mal einen Gast zugeschaltet, noch mal per Zoom. Auch einen ganz besonderen Freund, den wir schon einige Male hier im Pfullendorf gehabt haben. Zum letzten Mal war er hier mit dem Blechhaufen aktiv. Und wer das ist, schauen wir uns noch mal im kleinen Filmchen an. Ja, gerade eben im Film und jetzt haben wir live wieder per Zoom zugeschaltet einen von den beiden, nämlich Christoph Moschberger. Hallo, servus, dass du da bist. Grüß dich, Rainer. Hallo, kannst du mich hören? Ich höre dich sehr gut. Wenn du uns hörst, dann steht die Leitung perfekt. Perfekt, wunderbar. Wo haben wir dich erwischt? Wo bist du gerade? Ich bin zu Hause in Tirol, in der Nähe von Innsbruck, zugeschaltet hier zu euch nach Pfullendorf. Es macht Spaß, hier zuzuschauen aus der Ferne. Ich habe ein bisschen verfolgt. Auch dein Pulli, so richtig schön weihnachtlich ist der. Also es ist so richtig wie so ein, sieht aus wie so ein, fast wie ein Rentierpulli von den Farben. Ist wunderbar. Und es freut mich natürlich total, dass ihr mich eingeladen habt auf virtuellem Wege und dass ich euch einen kleinen Weihnachtsgruß senden konnte sozusagen. Weil, wie gesagt, ich lebe ja in Tirol und hier heißt Weihnachtszeit auch gleichzeitig Waisenzeit. Da werden Waisen gespielt auf dem Weihnachtsmarkt etc. Und deswegen so eine kleine alpenländische Waise vom Hans Gansch und von mir als kleiner musikalischer Beitrag. So viel war es nicht, ehrlich gesagt, was wirklich stattfinden konnte. Also ich glaube, der vorletzte Gig, den ich gespielt habe, der war tatsächlich im September beim Bras Stadel. Dazwischen noch ein bisschen mit Blechhaufen. Ein kleines Vorabkonzert haben wir auf die Bühne gebracht, dann wurde daran wieder zugedreht. Aber jetzt spielen wir es halt nächstes Jahr, unser Programm. Das läuft ja nicht weg. Was soll man machen? Hilft ja nichts. Ja, ich war trotzdem ganz fleißig, also ich habe viel Musik geschrieben und bin eigentlich hier zu Hause fleißig am Werkeln, habe eine kleine Duettschule gemacht oder einen kleinen Duettband mit unter anderem solchen Stücken, wie du gerade gehört hast und habe in den letzten zwei Wochen eigentlich hauptsächlich Päckchen gepackt, die jetzt Anfang der Woche dann in die Welt verschickt wurden und ja, das war auch mal eine andere Arbeit, als durch die Welt zu fahren und Konzerte zu spielen. Macht aber auch Spaß. Du hast mir von diesem Duettbüchlein erzählt. Gibt es da noch was dazu zu erzählen? Was ist denn das genau? Ja, da will ich gar nicht so viel drüber erzählen, ehrlich gesagt. Die Leute sollen einfach reinschauen und gucken. Es gibt ein paar Videos auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. Das sind kleine volksmusikalische Stücke, also Polkas, Walzer, Bohrische, auch alpenländische Stücke. Und genau, die kann man zu zweit spielen mit zwei Blechbläsern, Flügelhorn, Tenorhorn etc. Und ich glaube, soweit ich das gehört habe von den Leuten, es macht relativ viel Spaß, die zu spielen. Und es freut mich natürlich, das Feedback ist wunderbar, jetzt nach der langen Zeit, wo das irgendwie gebraucht hat, das alles in eine Form zu packen und machen zu lassen und zu verschicken. Freue ich mich natürlich total über das Feedback, ja. Heißt aber auch, das Heftler ist noch nicht vergriffen. Es gibt noch welche zum Kaufen, die kann man bestellen. Das wird fast eine Werbesendung hier, das ist ja, du bist ja der Wahnsinn. Ja, klar. Es geht doch um den guten Zweck. Nee, natürlich gibt es das noch, genau. Einfach mal reinschauen auf meiner Website und dann, da kann man das Heft kaufen, genau. Und, okay, jetzt brauchen wir die Website-Adresse noch und dann passt es. Da können wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch ins Duett schicken. Moschberger.com, genau, ist diese Adresse, genau. Ja, ich wünsche auch dir natürlich und allen deinen Musikerinnen und Musiker um dich herum ganz, ganz schöne Weihnachtsfeiertage, einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr, auf dass dieses 2021 uns tatsächlich viele Live-Shows und wie du gerade sagst, viele Begegnungen wieder gibt, wo sich die Musiker, die Freunde, auch die Crews, die Techniker, wo wir uns alle wieder sehen können, in den Arm nehmen können vielleicht und miteinander Musik auf die Bühne bringen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Bleib vor allen Dingen gesund und dann hoffe ich, sehen wir uns hoffentlich bald wieder live. Dankeschön nach Tirol. Dankeschön, Christoph. Dankeschön. Und jetzt schön fleißig die Spendenkasse füllen. Ne? Ich gehe jetzt auch gleich ins Telefon und rufe mal an.
und werfe was in die Kasse. Definitiv. Super, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das war Christoph Moschberger aus Tirol. Und bei uns geht's jetzt wieder live weiter auf der Bühne, nämlich mit einer Kombo, die wir auch schon in diesem Jahr hier in Pfullendorf gehabt haben, beim kleinen Brassstadel im Jägerhof. Sie sitzen parat auf ihren Stühlen. Eine illustre Truppe, stolze, fesche Burm im weißen Hemd. Hier sind sie, Quattro Poli. Guten Zweck, jetzt zum Jahresende noch mal was Gutes tun. Da sind wir natürlich gerne mit dabei mit Quattro Poli. Und ja, wir haben jetzt den ein oder anderen Act hier schon live mitverfolgen dürfen. Ein Riesen-Event. Vielen Dank für die ganze Orga, für ein sensationelles Organisationsteam. Sowas ist in der heutigen Zeit nahezu unvorstellbar. Und der Ewald Reschle mit Team stellt es trotzdem auf die Beine. Ein herzliches Dankeschön schon dafür, dass es überhaupt heute stattfinden konnte. Und wir mit Quattro Poli dürfen den guten Schluss zieren und hoffen, dass solange sich auch noch die Spendenkasse füllt. Thank you.
Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Das war Quattropoli. Vielen Dank für eure Musik und auch euch natürlich ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, bleibt gesund und kommt gut heim, dass wir uns wieder irgendwann hier auf der Live-Bühne sehen können. Ja, ihr Lieben, das war's. Wir sind am Ende angekommen. Wer hätte es gedacht, dass das so reibungslos funktioniert von 0 auf 100. Nicht auf 100, sondern, mein lieber Roland, auf mittlerweile über 25.000 Euro. Und das ist nur der Betrag, der reingekommen ist hier über das Callcenter und über die Schecks. Das, was online über PayPal noch gespendet wurde, ist noch gar nicht mitgerechnet. Das heißt, es wird noch ein bisschen mehr für euch und die Kids. Ja, ich sage ganz herzliches Dankeschön vor allen Dingen aber dem Initiator oder diesen beiden und dem ganzen Team. Ihr helft allen und zurück ins Leben. Das ist ein Buch über die verwaisten Familien und wir alle können glücklich sein. Lebensglück, das heißt, wenn wir gesund sein dürfen, das sollten wir heute Abend mitnehmen, was das für ein großes Geschenk ist. Und Sie alle draußen und hier drinnen haben mitgeholfen, dass wir unseren kranken Kindern auch in Zukunft in Tannheim helfen dürfen. In diesem Sinne, Dankeschön allen Beteiligten, insbesondere Ihnen, lieber Herr Restle, und dir, lieber Rainer, für diesen tollen Abend hier aus Pfullendorf. Und die zwei und Ewald, die werden auch dafür sorgen, dass die Musikprobe in Pfullendorf weiter leben kann und noch größer wird. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder auf dem Seeparkgelände rumfetzt und wir wieder eine große Musikprobe beieinander haben. Bis dahin, bleibt gesund, ihr Lieben, und bleibt auf der Homepage, bleibt auf Insta, bleibt auf Facebook bei uns dran, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Und jetzt machen wir noch einmal die Bühne frei. Normal hätte man ein riesengroßes Finale geplant gehabt. Alle Musiker auf die Bühne, ein Gesamtspiel, wie es sich gehört für Blasmusik, geht leider auch nicht. Deshalb haben wir noch mal oben unsere Quattropolis sitzen. Viel, viel Spaß und tschüss und schöne Weihnachten.